herzlich willkommen zum dritten Teil unserer inzwischen schon etwas größeren Serie. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Dies ist eben genau der dritte Teil. Und wir haben in den letzten zwei Teilen schon mal einen Grundstein gelegt und jetzt kommt vermutlich so der letzte Grundstein, bevor wir dann wirklich ins Thema einsteigen. Und bevor wir ans Thema einsteigen, möchte ich jetzt hier noch jemanden vorstellen, der wie immer die Sachen auch auf seinem Kanal hostet. Wir wissen ja heutzutage schon gar nicht mehr, was das in Deutsch heißt. Wahrscheinlich irgendwie so speichert und bunkert. Und der mir hier immer tatkräftig vor allen Dingen bei geschichts- und religionswissenschaftlichen Fragen zur Seite steht. Das ist der Jörg aus Belgien. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Schön wieder hier zu sein. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, das mit diesen Serien, die immer so ausufern, ne, das bin ich ja bei dir inzwischen schon gewohnt. Ich bin ja inzwischen schon, ziehe ich ja schon meine ganze Rüstung an. Wenn du mich mal fragst, von hast du mal Lust, eine Sendung mit mir zu machen, dann dreht das wahrscheinlich wieder auf 15 oder 20 Folgen raus. Aber so ist das nun mal. Wenn man die Teile wirklich sich tief anschaut, dann nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Und das ist genau wie mit der Bibel lesen. Das ist genau dasselbe. Wenn man sich eine Bibel nimmt und man liest die einfach nur, dann ist das so wie ein Roman lesen, schnell vorbei und hat auch nicht viel verstanden. Aber wenn man sich damit wirklich intensiv beschäftigt, dann bekommt man so viel davon zurück. Und so ist es mit diesen Serien, die wir machen auch, oder die du hauptsächlich auch vorbereitest und recherchierst, weil ich habe da ja gar nichts mit zu tun. Ich bin ja nur ein Gastsprecher damit bei. Das ist, wenn man so tief reingeht, dann bekommt man hinterher auch ein viel besseres Verständnis und ein besseres Beispiel als die satanische Medien-Musikagenda, die mal anfing mit einem Video von, ey, wollen wir nicht mal ein Video über Amanda Lear machen? Und da sind 226 Folgen draus geworden. Ein besseres Beispiel gibt es gar nicht. Wie tief das da geht, die ganzen Verzwickungen, die ganzen Verzweigungen, die da mit drin sind. Und das ist natürlich bei diesem Thema hier ganz genauso. Viele Verzweigungen in der Welt zu verschiedenen Institutionen, sage ich jetzt mal so, ziemlich wertefrei, aber eben, wir haben auch immer die Bibel, an die wir alles messen oder an der wir alles messen. Und das Wunderbare dabei ist, wenn man die Bibel halt richtig studiert, wenn man sie nicht nur einfach liest, sondern wenn man sich wirklich der Bibel hingibt und wirklich verstehen will, was überall gesagt wird, dann ist man da nicht 1, 2, 3 mit durch. Und so ist es auch mit diesen Serien und deswegen ufern die für manche Leute das Verständnis eben oftmals in viele Folgen aus. Aber ich persönlich finde das wichtig und möchte dir hier nochmal ganz herzlich dafür danken, dass du dir diese immense Arbeit aufbürdest, diese ganzen Untersuchungen anzustellen. Ich probiere jetzt wirklich mal die deutschen Worte zu gebrauchen, anstatt immer englische und andere Fremdwörter reinzuwerfen. Und ich freue mich darauf, jedes Mal wieder eingeladen zu werden und hoffe, dass ich auch hier und da was Sinnvolles beitragen kann. Und jetzt möchte ich gerne dir das Mikrofon geben. Ja, mit dem Ausufern, das ist echt so eine Sache, das passiert letzten Endes nicht mit Vorsatz, sondern das passiert letzten Endes wirklich im Eifer des Gefechtes. Dann plötzlich sieht man, yo, das steht da wirklich schwarz auf weiß und das sagt der und das sagt der und das kann damit dann verbunden werden und dann sieht man das. Also von daher, bevor ich euch jetzt auf die Folter spanne, ihr wisst eigentlich, um welches Thema es sich schon längst handeln sollte und trotzdem sind wir immer noch nicht mal losgelaufen. Das hat damit zu tun, dass nicht die einfachen Fragen in dieser Welt interessant sind, sondern wahrscheinlich die komplizierten Dinge, beziehungsweise die Menschen, die Sachen so kompliziert machen. Im Endeffekt ist die ganze Geschichte sehr, sehr einfach. In der ersten Folge haben wir so mal festgestellt, dass es tatsächlich Verschwörungen gibt und das heißt letzten Endes, dass die Dinger auch schon per Historiker und Geschichtsschreiber allgemein bekannt sind, dass es die gibt und wenn man eine Theorie über irgendetwas aufstellt, dann versucht man natürlich dann sich auch mal Gedanken zu machen, ob irgendwelche Menschen etwas Böses im Schilde führen. Und warum jetzt ausgerechnet im politischen Bereich die Leute jetzt unbedeckt sein sollen, das erschließt sich mir jetzt persönlich nicht. Vor allen Dingen nicht, weil die Bibel darüber spricht, dass es dauernd irgendwelche Königsmorde gibt und irgendwelche Menschen gibt, die aufgrund von eigener Vorteilsnahme andere Menschen dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur um die Ecke bringen, sondern zur Strecke bringen und damit umbringen, töten oder töten lassen. Je nachdem. Wenn jemand richtig viel Macht und Einfluss hat, der lässt dann eben töten. Deswegen sind wir natürlich jetzt immer noch gerade am Anfang und machen uns jetzt hier in den Startblöcken bereit über das Thema, wo wahrscheinlich alle drauf warten. Vor allen Dingen, was haben die beiden denn überhaupt zu den berühmtesten aller Verschwörungstheorien zumindest im 20. Jahrhundert zu sagen? Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Teil 3. Es geht sich hier um den 22. November 1963, den Tag, wo eigentlich fast jeder, der damals schon so einigermaßen erwachsen war, wusste, wo er war. Eigentlich dieselbe Situation wie bei 9/11.
am 11. September 2001, wo wir, die heutzutage ein bisschen älter sind, vor ungefähr 20 Jahren auch ziemlich genau wussten, was wir an dem Tag gemacht haben. Das heißt, wir haben hier ein Weltereignis, das bis heute offiziell nicht aufgeklärt ist. Und das, glaube ich, ist einfach ein interessantes Thema für viele, vor allen Dingen, wenn wir das in Vergleich und in Relation zur Bibel setzen, was wir allerdings erst in den späteren Folgen machen werden. Also, deswegen geht es jetzt hier mal los mit dem Teil 3. Der König wird getötet. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Sendung, dass letzten Endes da eine Zusammenarbeit gibt, die in der Bibel, vor allem im Buch der Offenbarung beschrieben ist, zwischen den Königen der Welt und zwischen der Hure, der abgefallenen Kirche. Und hier haben wir jetzt ein lebendiges Beispiel aus beispielsweise dem Buch aus dem Alten Testament noch, was also tausende Jahre zurückliegt, aus dem 2. Könige, Kapitel 15, Vers 10. Und Schallum, der Sohn des Jabes, machte eine Verschwörung gegen ihn und schlug ihn vor dem Volk und tötete ihn. Und er wurde König an seiner Stelle. Also hier geht es um die ganz einfache Geschichte eigentlich, der König ist tot, lang lebe der König, also der neue König. Hier geht es sich letzten Endes um eine Vorteilsnahme im 2. Könige 15,10. Das ist jetzt nicht der einzige Vers, wir haben eine ganze Menge benannt. Es geht sich aber jetzt hier um die Neuzeit. Es geht sich um ein Ereignis, was knapp 60 Jahre her ist. Das heißt, die Opas und Omas da draußen, die jetzt im späten Rentenalter sind, die wissen vielleicht noch, was da passiert ist, beziehungsweise wo die gewesen sind am 22. November 1963. Und warum ich jetzt hier ein Schachbrett genommen habe mit zwei Figuren, das hat seinen ganz, ganz tiefen Sinn. Das hat sogar viel, viel mehr Sinne als das, was man auf den ersten Blick sieht. Denn dieses Bild ist mindestens dreideutig. Fangen wir mal an. Laufen wir mal los. Das ist ein sonniger Tag am 22. November 1963. Und das wird auch jetzt für lange Zeit wieder ein Bild sein, wo man sagen kann, da ist bis jetzt im Augenblick noch nichts Beschwerliches zu sehen. Und da ist auch nichts Verdächtiges drauf bis jetzt. Da fährt jemand in einer großen Limousine durch die Stadt und hat einfach Spaß und hat einfach die Sonne auf und wird braun. Spaß beiseite. Die Bibel sagt uns Folgendes. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt euch nicht davor. Also haben wir etwas, was im weltlichen Sinne eine Verschwörung ist, was aber im biblischen Sinne unbedeutsam ist. Das heißt, wir haben in der Bibel eigentlich eine andere Ebene. Wir haben das, was die Heiden, sage ich jetzt mal so, eine Verschwörung nennen, hat nicht unbedingt viel mit der biblischen Verschwörung zu tun. Das ist ein ganz, ganz spezielles Thema, was letzten Endes, glaube ich, erst in den letzten Sendungen wirklich klar werden wird, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Aber wer die letzte Sendung gesehen hat und auch mit Verstand geschaut hat, der wird wahrscheinlich dann auch schon festgestellt haben, dass alles einen biblischen Ursprung hat. Und das ist eine Geschichte, die wir jetzt hier auf der Erde, wenn wir so wollen, jetzt hier im Fleischischen nachvollziehen können. Dass letzten Endes der Abfall, der im Himmel gewesen ist, hier auf der Erde auch da ist. Und das, was eben dieses Volk Verschwörung nennt, hat eben nichts damit zu tun, wo eigentlich der eigentliche Ursprung der Geschichte zu suchen ist, nämlich im Geistigen. Und das sehen die Menschen nicht, die im Fleisch sind. Ja? Zum Beispiel sehen die Menschen das nicht aus dem Bayerischen Landtag. Interessant, Bayern, das erzkatholischste Land überall, ja, zumindest in Deutschland, von den ganzen Bundesländern, ist es das erzkatholischste. Man könnte auch, wenn man wollte, sagen, dass München so die heimliche Hauptstadt Deutschland ist. Und da Bayerische Landtag sozusagen, der hat jetzt hier ein PDF rausgebracht und der hat gesagt, dass Verschwörungstheorien die Demokratie gefährden. Muss man sich mal vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Hier schlägt auch wieder die Realität jegliche Vorstellungskraft. Die sagen tatsächlich, ich zitiere, Verschwörungstheorien spalten die Welt in Gut und Böse, propagieren eine Auswegslosigkeit der Entwicklung und bieten so eine Weltdeutung an, die die Legitimation und Organisation demokratischer Herrschaft gezielt unterminiert. Sie sind deshalb eine Gefahr für die Demokratie. Also, wer sich den Satz ausgedacht hat, der kriegt einfach so eine richtige goldene Zitrone irgendwo. Ja? Also Verschwörungstheorien spalten erstmal überhaupt nicht. Verschwörungstheorien werden aufgestellt, um herauszufinden, ob es eine Verbindung geben könnte. Das ist einfach eine Theorie, die ist in sich eigentlich wertfrei. Das werden wir auch bald herausfinden, dass die eigentlich wertfrei ist. Nur im heutigen Neusprech, wenn wir so wollen, ist die negativ konnotiert. So, die propagieren eine Auswegslosigkeit der Entwicklung. Das ist völliger Blödsinn.
Ja, eine Theorie hat erstmal überhaupt nichts mit Ausweglosigkeit zu tun. Eine Theorie geht einfach darum, um die Feststellung einer Wahrheit oder die Feststellung einer Wahrscheinlichkeit. Und eine Weltdeutung, die Legitimation und Organisation demokratischer Herrschaft gezielt unterminiert, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, diese Menschen, die das schreiben, das sind einfach Sophisten. Ja, die schreiben einfach irgendwelche Dinge, die im Kontext nachher der normale Mensch auf der Straße überhaupt nicht versteht und deswegen auch nicht in Frage stellt. Und deswegen sind auch Verschwörungstheorien oder Theorien über eine Verschwörung oder Theorien über ein Zusammentreffen von Mächten im Hintergrund keine Gefahr für die Demokratie, sondern unbedingt notwendig. Ich habe sogar einen sehr, sehr, sehr prominenten Mitstreiter, den habe ich mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Sendung schon benennen kann, aber der ist da absoluter Experte drin. Nicht nur, weil er Professor ist, der kommt aber später. Nur mal als Beispiel hier. Also, der Bayerische Landtag sagt seinen Lesern, dass Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Demokratie sind. Na, herzlichen Glückwunsch. Zum Glück wohne ich nicht in Bayern. Wikipedia sagt doch, Verschwörung hat es immer gegeben. Immer. Also ist die Theorie über eine Verschwörung nichts Verwerfliches, denn es hat es immer schon gegeben. Das sagt jedes Geschichtsbuch. Wir hatten ja schon als Beispiel Julius Caesar. Es gibt noch die Patsy-Verschwörung, die habe ich jetzt schon englisch vor ein paar Wochen behandelt. Und es gibt die Watergate-Affäre mit dem Nixon, die eigentlich überhaupt gar nichts mit Nix zu tun hat, also nichts mit Nixon zu tun hat, sondern eigentlich mit ganz anderen Dingen zu tun hat, unter anderem auch mit Kennedy. Hahaha. Und deswegen hat es letzten Endes auch nicht aufgehört in 1972. Nee. Und ich habe ein interessantes Video gefunden auf YouTube, was ich nicht zeigen darf. Ich darf überhaupt keine Videos mehr zeigen. Das ist nämlich dann sehr, sehr schwierig, weil dann kriegt man nämlich bei YouTube eine Verwarnung. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich kopiere einfach hier mal die Meinung von einem Bürger. Von einem Bürger. Und ich fand die so gut. Das ist jetzt völlig egal, um welches Video es sich hier handelt. Ja? Das hat er so gut zusammengefasst. Ich möchte es gerne vorlesen. Er sagt, Zitat, die Welt ist so komplex, dass es sich gar nicht mehr lohnt, nachzudenken. Einfach auf die Experten hören. Wichtig ist dabei natürlich, auf die richtigen Experten zu hören. Aber woher weiß man, wer die richtigen Experten sind? Es ist ja alles so furchtbar komplex. Richtig, man lässt sich von Experten sagen, wer die richtigen Experten sind. Und wenn deine Wetter-App sagt, es regnet und du aber beim Blick aus dem Fenster siehst, dass die Sonne scheint, vertraue der App. Das Wetter ist zu komplex, als dass du dir da selbst vertrauen kannst. Wenn die Experten via App sagen, es regnet, dann regnet es. Ich fand das super. Und das kann man jetzt auch auf die Geschichte münzen. Geschichte schreibt immer der Sieger oder derjenige, der überbleibt. Der Herr Kennedy kann keine Geschichte mehr schreiben. Der hat zwar zu seiner Lebzeit Geschichte geschrieben, aber jetzt kann er nichts mehr korrigieren. Der kann nicht sagen, ja, der Grund und ich hatte da ein Problem und der. Machen wir weiter. Also, wenn deine Wetter-App sagt, es regnet, du aber drin sitzt und nach draußen guckst auf einen sonnigen Ausschnitt deiner Wirklichkeit, auf einen sonnigen Rasen und so weiter, dann bleibst du drin, weil deine Wetter-App ja sagt, es regnet. Du könntest ja krank werden, du könntest ja nass werden. So geht's los. Die Menschen werden heutzutage per App und per moderne Medien dermaßen manipuliert und indoktriniert, ist ja unglaublich. Also wenn die Wetter-App sagt, in 10 Minuten regnet es, du guckst nach oben und die strahlender Sonnenschein, bleibst besser zu Hause, weil die App hat ja recht. Wir sind ja Experten. So. Wie sieht das denn aus, wenn man sich selber mal weiterbildet und dann quasi selber zum Experten wird? Es gibt genug Menschen, die Autodidakten sind. Es gibt sogar Menschen, die berühmte Musiker sind und Autodidakten sind, die also nie eine Musikstunde gehabt haben oder die bis heute keine Noten schreiben können. Ich erinnere mich da an so eine schwedische Gruppe. Was sagt denn Etymology Online zu der Verschwörung? Denn ich habe es jetzt nicht gefunden und ich wollte endlich mal etwas finden von diesen Experten, von irgendwelchen Faktencheckern. Weil die sagen nämlich, alles, was mit Kennedy zu tun hat und Verschwörungstheorie ist, ist eine Verschwörungstheorie in sich, weil viele Menschen behaupten, die CIA wäre schuld gewesen und auch Urheber desjenigen, die halt der Verschwörungstheorie überhaupt als erste in den Mund genommen haben bzw. verbreitet haben und die Leute zu diffamieren, die sich überhaupt über die Hintergründe von dem Herrn Kennedy und seiner Ermordung beschäftigen. Und das ist falsch. Und natürlich, wenn man ausgerechnet dann so etwas sucht im Internet, findet man das nicht. Deswegen bemühe ich jetzt hier nochmal die Etymologie online und frage nochmal nach, was ist denn eine Verschwörung
oder eine Verschwörungstheorie. Was die Verschwörung ist, wissen wir schon. Gemeinsames Atmen, ne? Zusammentun mit anderen im selben Geist, haben wir ja herausgefunden in der ersten Folge direkt. Ja? Verschwörung ist böse, also ungesetzliche Absichten. Ne? Also hier steckt schon ein Vorsatz drin und hier steckt schon letzten Endes das Böse an sich drin. Ja? Sogar in Markierung von das. So, eine Kombination von Personen für einen bösen Zweck. Ne? Conspiracy. Con ist immer so der Miteinander. Ne? Okay, so mal so gut. Conspiracy Theory erweitert das Ganze jetzt um ein neues Wort, eine Verschwörungstheorie. Also eigentlich auch zwei Wörter. Die Theorie einer Verschwörung, zusammengefasst Verschwörungstheorie. Mhm. Jetzt passt mal auf, bitte, was das bedeutet. Erklärung eines Ereignisses oder einer Situation, die ungerechtfertigterweise davon ausgeht, dass es durch eine Verschwörung zwischen mächtigen Kräften verursacht wird, tauchte Mitte des 20. Jahrhunderts auf, bis 1937. Mhm. Der Ausdruck wurde ab dem 19. Jahrhundert, also 1800 plus, verwendet im nicht abwertenden Sinne. Also gar nicht ein fieses Wort, womit man irgendjemanden diskreditiert, also herabsetzt. Die Theorie, dass eine bestimmte Verschwörung existiert, insbesondere in oder bei Gerichtsverfahren. Also, ursprünglich war das ein wertfreier Begriff. Der ist nur durch die Verwendung von gewissen Medien oder auch durch die Verwendung von gewissen Geheimdiensten negativ dann benutzt worden. Als Brandmarkung, als Brandzeichen. Du bist ein Spinner, du bist ein was weiß ich und so weiter. Ne? Kann man sich ja jetzt beliebig die Wörter jetzt hier reinmachen. Ne? Idioten und hatten wir ja alles schon. So, also im nicht abwertenden Sinne ursprünglich. Darf ich mal kurz was dazu sagen? Ja. Das mit dem Gericht habe ich ja auch schon erwähnt, glaube ich, in der ersten Sendung oder sowas. Und im Grunde beschäftigt sich jedes Gericht, wenn es irgendeinen Fall hat, damit die Verschwörungstheorie, die dahinter steckt, in das Licht zu bringen und die Theorie greifbar zu machen, fassbar zu machen und eben die Fakten dafür an den Tag zu legen. Deswegen hier steht insbesondere in Gerichtsverfahren, jedes Gericht hat sich ständig mit Verschwörungen zu beschäftigen. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass wir da mal wirklich kurz drauf eingehen. Warum wird das denn so abwertend gemeint? Das ist doch nur, weil ich mich nicht mit einer abwertenden Sache beschäftigen will, weil dann schwimme ich ja nicht konform mit dem Strom mit, dann bin ich nicht politisch korrekt. Ja? Also tue ich das in diesen abwertenden Korb und gebrauche das nicht weiter. Und das ist das ganz große Problem damit bei. Wenn ich das in diesem abwertenden Sinne gebrauche, dann entmutige ich die Menschen, sich mit Fakten zu beschäftigen und durch diese Fakten zu Erkenntnissen zu kommen, die konträr sind gegenüber dem, was offiziell bekannt gegeben wird. Ich glaube, so kann man das am besten vielleicht mal sagen. Es geht sich darum, dass jemand, der einen Kampfbegriff, ich drücke ihn einfach mal so aus, einen Kampfbegriff benutzt, jemanden brandmarken will, um die Diskussion abzuwürgen. Das ist eigentlich so der Hintergrund, psychologisch gesehen. Man will sich mit dem anderen gar nicht diskutieren, entweder weil man den anderen nicht respektiert oder aber weil man selber keine Argumente hat. Auf einem anderen Niveau ist dies im Grunde genau das, was die Jesuiten so gerne machen mit dem Charaktermord. Da haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen. Genau. Wenn es keine Argumente über das Faktum gibt, aber ich dann eben denjenigen angreife, der die Fakten nennt. Ja, das ist so Kill the Messenger oder halt auf der ganz niedrigen Ebene halt einfach jemanden einfach nur beschimpfen und herabwürdigen, herabsetzen. Das ist das Argumentum ad hominem oder ad personam. Da gibt es also verschiedene Dinge, verschiedene Abstufungen. Und da gibt es sogar noch Schopenhauer, glaube ich, der gesagt hat, eine reine eigene Beleidigung reicht schon, um halt Oberhand zu... Es geht ja nur um Recht zu behalten. Es geht ja nicht um die Wahrheit zu sprechen. Es geht nur um eine Diskussion Recht zu behalten. Indem ich den anderen herabsetze und sage, du bist ein Spinner, du bist ein Idiot, du bist ein was weiß ich, ja, dann wird für die Außenstehenden, wenn das jemand sagt, der eine gewisse Autorität hat nach außen hin, ist das dann schon so, dass man sich da gar nicht mehr mit beschäftigt, weil man will ja nicht auf einer Stufe mit irgendeinem Bekloppten stehen. Das ist einfach ganz simple Psychologie. Man möchte auf der Gewinnerseite stehen, man möchte irgendwo dazugehören, man möchte nicht ausgegrenzt werden. Das ist ein ganz beliebtes Spiel und ein ganz beliebtes Thema, was ja heute noch sehr aktuell ist. Gut. Seine Verwendung im Allgemeinen in Bezug auf Theorien oder über versteckte Kabalen, die hinter den Kulissen nationale oder globale Ereignisse Drähte ziehen, stammt aus dem Jahre 1871. Das ist die originale deutsche Übersetzung, ja, von der englischen Etymologie. Hier seht ihr das. Ne?
Okay, geht noch weiter. Zitat, Übersetzung, Google-Übersetzer. Wir werden den folgenden Bürgerkrieg besser verstehen, wenn wir die Bewegungen in den vier wichtigen dieser Staaten in Bezug auf eine Theorie untersuchen, die behaupten, dass die Sezession eine Verschwörung war, deren zentrale Kabale bestehend aus südlichen Senatoren und Vertretern in Washington durchdiktiert wurde, ihre Auswirkungen in den Staaten, der Beginn und der Verlauf der Revolution. Das ist 1:1 übersetzt, vielleicht auch absichtlich so, besser, damit man wirklich sieht, dass es 1:1 übersetzt aus dem Englischen jetzt hier. Damit man wirklich sieht, guck mal hier, ne, das ist tatsächlich aus 1893 zum Beispiel, aus einem Buch. Oder hier von 1902, die südafrikanische Verschwörung, The Westminster Review. Also wir reden jetzt hier über Dinge, die sind weit, weit vor JFK passiert. Oder über Wörter, die weit, weit vor da wo benutzt worden sind. Ne? Hier ist ein Buch. Zur Sezession hier, da geht es also um den sogenannten Bürgerkrieg in Amerika, der Sezessionskrieg. Da hat ja Abraham Lincoln eine Aussage zugetroffen, die im Buch 50 Years in the Church of Rome, also 50 Jahre in der römischen Kirche, glaube ich, abgedruckt ist, dass er sagte, ohne die sinistere, also dunkle Arbeit der Jesuiten hätte dieser Krieg überhaupt nicht stattgefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Verschwörungstheorie nennen kann, von jemandem, der von Jesuiten ermordet wurde. Und das steht klar fest, wenn man sich einfach nur die Fakten anschaut. Mhm. Fakten in diesem Fall, muss ich den Leuten eben sagen, Gerichtsakten. Ja, da gab es die Hunter-Kommission und da gab es Gerichtsakten und da gab es einen Gerichtsprozess sogar später noch über den John Surratt, den man im Vatikan in den Kleidern der Schweizer Garde aufgegriffen hat. Aber ja, gut, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber die Aussage von Abraham Lincoln ist ja wohl, sage ich mal, ziemlich deutlich. Das wird einmal bei einer Schule komischerweise nie beigebracht, ne? Wie so viele Dinge. Nochmal ganz wichtig ist hier im nicht abwertenden Sinne. Und ich habe jetzt hier rausgesucht ein Zitat bzw. einen Buchausschnitt aus eben dem benannten Buch hier, die Verschwörungstheorie als Überschrift, The Conspiracy Theory, in dem Buch History of the United States from the Compromise of 1850, Ausgabe 1893. Das ist das Buch von James F. Rhodes. Und da seht ihr jetzt hier diese Überschrift auf Seite 161, The Conspiracy Theory. Wenn das die ganze Geschichte wäre, dann würde eben diese Verschwörungstheorie, ne? So lautet hier der Satz und so lautet auch die Seitenüberschrift hier. Seite 161 aus dem Buch, erschienen 1893. Das sind geschmeidige 70 Jahre vor Kennedy. Also kommt mir nicht mit dem Argument von wegen, ja, das ist alles eine Erfindung des Geheimdienstes. Das mag ja sein, aber dann ist es nicht die CIA, weil die gab es 1893 definitiv nicht. Von daher fällt diese Theorie ins Wasser. Und damit fallen auch alle möglichen Sachen ins Wasser, die man jetzt irgendwo behauptet, von wegen, das sind alles irgendwelche Spinner und so weiter und so fort. Dieses Wort ist wertfrei benutzt im Jahre 1893. Von daher muss mir keiner kommen und sagen, das ist jetzt so und so und so. Wenn das heutzutage negativ benutzt wird, dann ist das nicht mein Problem. Dann ist das das Problem. Im Jahr 1850, Michael, das ist ein Druck von 1893, aber das Buch ist original erschienen 1850. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob in welcher Ausgabe. Ich bin froh, dass ich diese Ausgabe hier gefunden habe. Das war schon eine Sucherei hier. Aber das ist letzten Endes so, dass man dann schon sagen kann, mindestens 1893 in dieser Ausgabe wurde es so gedruckt. Ja? Ja, der Punkt ist, wenn das Buch ursprünglich von 1850 kommt, jetzt nicht diese Ausgabe, das ist was anderes. Mhm. Wenn das Buch von 1850 ist, ist das ja von vor 1871, wo, wie wir gerade eben gelesen haben, Verschwörungstheorie ja negativ konnotiert wurde. Ja, ja, ja. Und deswegen. Das ist das Wichtige. Obwohl das 1893 ist, spielt ja keine Rolle. Es ist ein Nachdruck. Wenn ich mir dasselbe Buch heute nochmal drucken lassen würde, dann wäre es halt von 2021, aber original erschienen noch 1850, vor 1871. Das wollte ich nur eben deutlich machen, dass es für unsere Zuschauer deutlich ist. Ja, ja, genau. Wir haben sogar noch ältere Geschichten, die kommen jetzt gleich. Deswegen habe ich da jetzt nicht so explizit da jetzt auf diese Jahresdate. Aber wie gesagt, ich kann das ja jetzt nur belegen. Ich möchte das ja gerne belegen. Ich möchte ja nicht irgendetwas behaupten. Ich möchte das ja gerne belegen anhand von Fakten. Ich möchte das ja gerne belegen anhand von einem Buch. Und in diesem Buch, zumindest in dieser Ausgabe, steht das so drin, dass es jetzt für jeden klar und sichtbar und deutlich ist, wenn ich Recherche mache, dann möchte ich gerne Fakten haben. Wenn ich Recherche mache, dann zeige ich das auch, aus welchen Quellen das kommt.
Und das kommt eben genau aus dieser Quelle. Und hiermit sind wir schon zumindest mit diesem Ausdruck, mit dieser Edition, sind wir jetzt zumindest schon mal 70 Jahre früher als Kennedy und damit weit, weit, weit vor der Gründung der CIA. Geht weiter. Der Herr Hünenmörder, so heißt er, Markus Hünenmörder aus München, hat eine Inauguraldissertation eingereicht zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ausgerechnet wieder München. Conspiracy Theory and Society of Cincinnati 1783 bis 1790. Ist das jetzt bitte alt genug? Das sind 180 Jahre vor Kennedy. Das ist ein Seitenabdruck aus diesem Buch. Das ist natürlich das Front hier oder Front von dieser Dissertation hier. Ja, und das ist hier eine Textseite, die ich hier rauskopiert habe. Introduction. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ja, weil du hier jetzt die Society of Cincinnati erwähnst. Das ist ja natürlich kommt für die Leute, jetzt, die Herrscher des Bösen damals geschaut haben und das Buch gelesen haben, keine Neuigkeit, sondern für die schon bekannt. Ne? Nur mal eben dazu. Ja, ja, es geht sich hier aber wirklich jetzt nur um die Geschichte mit dieser Conspiracy Theory, damit wir hier wirklich sehen, das ganze Ding kommt aus dem politischen Sektor und kommt auch vor allen Dingen von viel, 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 viel früher, als was man überhaupt irgendwie gedacht hat, aus dem 20. Jahrhundert vielleicht, aus dem Weltkrieg oder irgendwelchen Geheimdiensten und so weiter und so fort. Das ist schon viel, viel älter und das wird hier deutlich in einer Dissertation. Also ich benenne die Fakten hier, das ist die Arbeit und daraus ist das kopiert. Da kann dann jeder selber gerne auf die Suche gehen. Und da steht das schon drin und das bezieht sich jetzt hier auf diese Jahre. Und deswegen hat er jetzt hier geschrieben, many founding fathers interpreted the various political crises und so weiter not as simple disagreements between England and the colonies, but as ministerial conspiracy. In Deutsch habe ich das übersetzen lassen. Viele Gründerväter interpretierten die verschiedenen politischen Krisen der 1760er und 1770er Jahre nicht als einfache Meinungsverschiedenheiten zwischen England und seinen Kolonien, sondern als ministerielle Verschwörung, Minister, politische Ämter zur Versklavung der amerikanischen Kolonisten und schließlich aller freien Engländer. Die Dinge spritzten sich zu, als das Parlament als Reaktion auf die Boston Tea Party von 1773 die Zwangsgesetze verabschiedete, um Massachusetts zu disziplinieren. Das ist die 1:1 Übersetzung von diesem Abschnitt aus dieser Arbeit. Hier haben wir eine ministerielle Verschwörung drin. Und das sind jetzt hier nicht irgendwelche dahergelaufenen und so weiter. Wir reden jetzt hier von Gründervätern der Vereinten Staaten von Amerika. Der Gründerväter der USA. Wir reden jetzt hier über das 18. Jahrhundert. Und wir reden schon wieder über die USA und wir reden schon wieder über Politik. Und dann ist es doch wohl mehr als gerechtfertigt, wenn man schon wieder über die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika im 20. Jahrhundert und JFK im Speziellen spricht, dass man dann sagt, das könnte eine Verschwörung hinterstecken, wenn schon die Gründerväter fast 200 Jahre vorher eine solche gewittert haben. Das ist mein Punkt. Wir reden hier über eine Doktorarbeit. Wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Spinner. Wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche dahergelaufenen Möchtegerne, was weiß ich. Wir reden hier über die Gründerväter der Vereinigten Staaten und wir reden jetzt hier über eine offizielle Dissertation. Da reden wir drüber. Reden hier nicht über irgendwelches Boulevardniveau. Geht weiter. Das ist der englische Text. Ich lese mal in Deutsch vor. Knox, Stäuben und die anderen Offiziere benannten ihre Gesellschaft nach Cincinnatus, einem römischen General, der, zumindest in der idealisierten Geschichte, die der klassisch gebildeten amerikanischen Elite bekannt war, seine Farm auf Geheiß des Senates verlassen hatte, die Führung der Armee übernahm, Roms Feinde besiegte und anschließend alle Angebote der politischen Macht ablehnte und zu seinem Flug zurückkehrte. Ich habe das jetzt mal ein bisschen feiner gerade übersetzt. Der Name war auch ein klarer Hinweis auf den Ruf von General Washington als selbstloser Patriot, der beabsichtigte, das Kommando über die Kontinentalarmee nach Kriegsende aufzugeben. Die meisten Offiziere waren der Meinung, dass sie auf einer wenigen hohen Ebene diesen Ruf ebenfalls verdienten. Ich spare mir jetzt den Rest. Das ist viel zu viel. Ich sage Nummer 1, wer da was zu wissen will, geht einfach zu Wikipedia und tippt mal ein Cincinnati. Ja? Und plötzlich kommt dann da, dass Cincinnati... Der heutige Name der Ansiedlung leitet sich von der von vielen deutschen Söldneroffizieren 1783 gegründeten Society of the Cincinnati ab, deren Mitglied und erster Präsident George Washington war.
Die Kriegsveteranen wählten den Namen in Gedenken an Lucius Quincicius Cincinnati, meine Güte, Cincinnatus, einem vorbildlichen Militärführer des alten Roms. Guck an. Können wir auch gerne noch tiefer reingehen, aber ich denke, das reicht schon hier. Von daher, Society of the Cincinnati. Also da gab es eine, nun ja, eine Society eben. Ne? Und die wurde eben verdächtigt von den amerikanischen Gründervätern. Interessant ist auch heutzutage die Situation, dass ehemalige deutsche Einwanderviertel über dem Rhein, also over the Rhine, galt zu Beginn des 21. Jahrhunderts als Problemviertel der Stadt und wurde Presseberichten zufolge sogar zwischen 2005 und 2007 als America's Most Dangerous Neighborhood, also Amerikas gefährlichstes Viertel, bezeichnet. So sieht das aus. Also diese Society of Cincinnati hier, das ist eine Sache, die ist so gewesen und es gibt da eben Verdächtigungen, dass die halt etwas Gewisses im Schilde geführt haben. Ja, geht weiter im Text. Der Text lautet folgendermaßen. Im Herbst 1783 und im Frühjahr 1784 beschuldigten 6 Zeitungen, insbesondere in Connecticut und Massachusetts, die Gesellschaft, also hier Cincinnati, des Ehrgeizes, der Arroganz und der Subversion, also der Unterwanderung. Es entstand eine Verschwörungstheorie, nach der die Cincinnati darauf aus waren, durch Umwandlung besondere finanzielle Privilegien zu erlangen, durch die Herrschaft der Abstammung erblichen Adel zu bilden, mit der Aristokratie Europas verbunden, sich jährlich zu treffen, um politische Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann durch politischen Einfluss durchzusetzen und eben mit Militärmacht. Also das ist jetzt 1:1 wieder übersetzt, aus dieser Arbeit, aus dieser Doktorarbeit, wenn man so will. Ne? Hier habt ihr den englischen Text. The Conspiracy Theory. Und ob die jetzt genau Conspiracy Theory genommen haben und ob die jetzt hier Ministerial Conspiracy genommen haben, das überlasse ich jetzt euch. Aber ich denke, das ist jetzt mal weit genug ausgeholt, um zu sehen, dass wir das zumindest im 19. Jahrhundert nachweisen können und dass es in Doktorarbeiten heutzutage auftaucht, die das 18. Jahrhundert und den Gründungsväter der Vereinigten Staaten beschreiben. Also hier ist der Unterschied in der normalen Recherche zu tiefgehender Recherche der, dass sich bis jetzt das, was ich gefunden habe, rein auf den politischen Sektor bezieht, die Verschwörungstheorie. Es geht sich hier im Augenblick nicht um Preisabsprachen, es geht sich nicht um irgendwelche private Bereiche, es geht sich um politische Bereiche in ganz hohen Funktionen. Wir reden jetzt hier über ministeriale Verschwörungen. Minister, also jemand, der in Amt und Würden steht, nicht irgendwelche Laien. Also, nochmal, zurück zu der Ausgangsgeschichte. Der König wird getötet. 22. November 1963. Und ich habe extra dieses Bild genommen. Das ist der König auf einem Schachbrettmuster. Der heißt John Fitzgerald Kennedy. Und ist verstorben, eben an dem Tag, wo eure Großeltern, oder zumindest die Menschen, die heutzutage Ü70 sind, wahrscheinlich ungefähr wussten, was die an dem Tag gemacht haben. Warum habe ich dieses Bild ausgewählt? Wo kommt denn heutzutage so überhaupt dieses Aufflammen der sogenannten Verschwörungstheorien wieder her? Da habe ich euch was mitgebracht. Das Buch heißt Pawns in the Game bei William Guy Carr. Zu Deutsch übersetzt Bauern im Spiel oder, wenn wir so wollen, Bauern auf dem Schachbrett. Dann ist ja dann genau das, was wir jetzt hier gerade sehen, egal in welcher Ausgabe, der alten oder der neuen. Und genau da sehen wir auch einen König. Also bezieht sich jetzt beispielsweise hier der William Guy Carr, über den ich gleich noch ein bisschen erzählen werde, der bezieht sich jetzt hier auf den König und er bezieht sich auf ein Schachspiel. Und da ist er nicht alleine. Schach, die Bezeichnung, das königliche Spiel, ist ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler abwechselnd Steine auf einem Spielbrett bewegen. Ziel des Spiels ist es, den Gegner schachmatt zu setzen, das heißt, dessen König so anzugreifen, dass diesem weder Abwehr noch Flucht möglich ist. Wie war das mit Kennedy und seiner Ermordung? Der saß im Auto, der konnte nicht weg. Und er konnte sich auch nicht wehren. Der war in dem Moment handlungsunfähig. Ja.
Und für Schach braucht man eine ganze Menge Intelligenz, weil man halt auch immer die Bewegungen des Gegners mit berücksichtigen muss. Deswegen gibt es da auch natürlich dementsprechende Verbände und so weiter und so fort. Der König ist die wichtigste Figur beim Schachspiel, da es Ziel des Spiels ist, den gegnerischen König matt zu setzen, was die Partie sofort beendet. Matt heißt genau das. Den König angreifen, dass er weder abwehren kann, noch Flucht möglich ist. Und wenn der König eben handlungsunfähig ist, dann regiert jemand anders. Also geht es ja darum, auch bei diesem Spiel, um Herrschaft, um Macht, um jemanden aus seiner Position handlungsunfähig zu machen und die Macht zu übernehmen. Und wenn wir das jetzt mal als Präsident der Vereinigten Staaten mal überlegen, dann haben wir einen König, der stirbt und einen neuen König. Das ist ja schon mal die erste simple Herangehensweise überhaupt, warum jemand umgebracht wird. Weil cui bono gibt es dann immer. Wer profitiert? Wer ist der Sieger? Der Sieger in einem Schachbrett ist dann derjenige, der den anderen handlungsunfähig gemacht hat. Ob der andere dann querschnittsgelähmt ist oder kaltgestellt ist oder tot ist. Handlungsunfähig ist handlungsunfähig. Dann kann er nicht mehr die Regierungsgeschäfte ausüben. Also, interessant, dass der William Guy Carr, das Buch ist recht alt, dieses Bild gewählt hat. Sowohl in der alten, als auch jetzt wahrscheinlich irgendwie sein Verlag oder wie auch immer, in der neuen Ausgabe. Aber warum reite ich denn jetzt so auf ein Schachbrettmuster rum? Weil ich sage, es gibt Menschen, die hinter den Königen stehen. Hier haben wir einen. Der Mann hat einen recht schwierigen Namen, der heißt so ungefähr Chibinich Brzezinski. Und sein Buch heißt Das große Schachbrett, The Grand Chessboard. Die amerikanische Vorherrschaft und seine geostrategische Imperative, also Befehle oder seine geostrategischen Grundsätze, ist das Hauptwerk von eben dem Herrn Brzezinski. Der ist nicht nur PhD von Harvard-Universität und ein Professor der amerikanischen Außenhandelspolitik in der John Hopkins University, sondern auch der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter und auch noch einiges anderes. Zum Beispiel ist er auch Berater gewesen von Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson ist derjenige, der nach John F. Kennedy Präsident geworden ist. Und zwar ohne Abstimmung. Einfach so. Innerhalb von ein paar Stunden nach der Ermordung. Da wird einfach der Vize, wird dann halt einfach dann der Chef. Und der Brzezinski hat eben genau dieses Buch Das große Schachbrett genannt. Also ist auch jemand, der so ein Chefstratege ist wie der Brzezinski, jemand, der eben auf sich, sagen wir mal so, auf das Schachspiel setzt, weil er sagt, es geht hier um Strategie. Geostrategie. Länderstrategie. Weltstrategie. Es geht sich hier um Strategie. Er sagt ja ganz deutlich hier, Geostrategie. Und er sagt, das hat eben mit der Eurasien, also mit Europa, Asien und so weiter, mit der Geostrategie, die wäre für die Vereinigten Staaten ganz besonders wichtig. Er führt es in dem Buch auch aus, das hat natürlich unter anderem mit den Bodenschätzen zu tun und solche ganzen Geschichten, weil die Maschinerie der Vereinigten Staaten, speziell die Kriegsmaschinerie, braucht natürlich Rohstoffe, ne? Öl, klar. Ne? Immer blöd, irgendjemand hat mal gesagt, die Saudis haben unser ganzes Öl. Ne, so wie wir dann angeblich im Hindukusch dann verteidigen müssen, könnte dann aber auch dann jeder Saudi-Arabische, wie auch immer, dann an unseren Tankstellen hier auch sein Reich verteidigen. Also das ist alles Politik, das kann man einfach nur den Kopf drüber schütteln. Aber dieses Buch ist weltbekannt, das große Schachbrett. Es geht sich also hier um Strategie. Es geht sich immer um Strategie in der Politik. Geschieht da nichts zufällig. Der Herr Brzezinski und das Council of Foreign Relations, das Konzil der Auslandsverbindungen, haben ein Buch ausgebracht in 1997. Rat der ausländischen. Relations, Verbindungen. Verbindungen, ja. Beziehungen. Beziehungen. Der Rat der ausländischen Beziehungen. Also, der berät die amerikanische Politik über ihre ausländischen Beziehungen, über ihre Auslandsbeziehungen, weil Amerika eben wichtiger ist in ihrer Auslandspolitik als in ihrer Inlandspolitik, für den CFI zumindest. So würde ich das sagen. Ja. So, und dieses 1997er Buch war 4 Jahre vor 9/11. Und das wird beschrieben von vielen als sozusagen eine Blaupause für die Weltdiktatur. Haben viele Leute gesagt, haben NATO-Offizielle gesagt und so weiter und so fort. Aber nochmal, das Ding heißt das große Schachbrett.
Es geht sich also hier um darum, wer König der Welt ist. Ne? Weil er sagt ja über die Vereinigten Staaten, dass es hier eine Primacy ist, ne? Also eine Vorherrschaft ist, ne? Oder eine gehobene Position. Also jemand, der drüber steht. Amerika quasi als Weltpolizist. Und er sagt, man sollte also Eurasien kontrollieren und so weiter und so fort. Diese Menschen sind nicht diejenigen, die ihre Nase in die Kamera halten in der Regel. Diese Menschen sind diejenigen, die Berater von Präsidenten sind, Berater von Ministerien und so weiter. Das sind die Menschen, die dann die offiziellen Nasen, die ihre selbige in die Kamera halten, beraten und aufgrund dessen Ratschlag dann eben der Präsident so oder so, beziehungsweise der Kongress so oder so entscheidet. Das heißt, diese Menschen hinter den Linien sozusagen, ein Begriff, der uns auch noch bald über den Weg läuft, das sind die Menschen, die dann tatsächlich die Ausarbeitung machen, aufgrund dessen dann Menschen und Räte beschließen. Der amerikanische Präsident kann nur so gut einen Ratschlag geben, wie er letzten Endes dann die Informationen von seinen Ratgebern bekommt. Also, um jetzt die Sache abzukürzen. Als er beispielsweise jetzt hier mal gewisse Dinge beschrieben hat, dass man eben Eurasien kontrollieren muss, er hat dann beispielsweise der Präsident George W. Bush, einer meiner Meinung nach überhaupt nicht dämlichen, sondern einer der intelligentesten Präsidenten ever, der war nämlich ein super Schauspieler, der Herr Bush, eben dann genau das vor dem Kongress gesagt hat, beziehungsweise benannt hat, dieses Land nach den Attacken von 9/11. Und wenn man sich weiter in dieses Buch guckt, und ich habe dieses Buch mal in der originalen Version gehabt, damals von 1997, 98, wenn man da weiter nachguckt, dann ist es letzten Endes so, dass der hier Brzezinski jetzt hier damals wiedergegeben hat, dass eben da auch Usbekistan eine Größe ist und genau der Präsident George W. Bush, der mehr als intelligent gewesen ist, der einfach nur dumm gespielt hat sozusagen, der eine wunderbare Rolle gespielt hat, der hat eben damals in seiner Joint Session of Congress dann halt genau nach diesen Attacken von 9/11 genau auch das so benannt. Also diese Menschen sind Berater von Präsidenten, auch wenn die nicht offiziell irgendwo auf dem Pressefoto erscheinen. Und wenn man sich weiter mit diesem Buch beschäftigt, was ich damals mal gemacht habe und ich nicht mehr weiß, ob welche Auflage ich jetzt damals hatte, dann beschäftigt man sich auch mit Dingen, wo er sagt, es gibt verschiedene strategische Dinge, aber erstmal müsste man die Menschen dann in gewisse Situationen bringen, um dann eben gewisse Sachen durchzupeitschen. Und das war vor 9/11. Und wenn man eben dann ihn berücksichtigt und andere Dinge berücksichtigt, dann wurde eben in den USA eine Pearl Harbor-Situation in irgendeiner Art und Weise da jetzt beschrieben. Und dann könnte man letzten Endes sagen, dass eben die Anschläge von 9/11 dann eben nur ein Auslöser gewesen ist für Dinge, die schon in der Schublade lagen, weil dieses Buch über die Geostrategie der Vorherrschaft der Amerikaner im eurasischen Raum ja schon 4 Jahre vorher gedruckt worden ist. Und was ist nach 9/11 passiert? Da sind die ganzen amerikanischen Soldaten genau in diese Länder an der Golfregion dann halt auch hingeschickt worden. Ne? Afghanistan, Pakistan, Irak. Ja, und zumindest Irak hat eine ganze Menge. Also der Herr Brzezinski hat beispielsweise unter anderem mit einigen anderen Menschen halt ausgearbeitet, dass genau eben diese Länder da mal strategisch ganz wichtig sind für die Vorherrschaft der Amerikaner und genau in die Länder, in die die Amerikaner dann eingewandert sind oder die besetzt haben sozusagen und dann die sogenannte Demokratie gebracht haben. Natürlich die Demokratie im Sinne der Amerikaner. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen eingewandert finde ich eine gute Wortwahl. Ja. Ja. Und deswegen ist natürlich jetzt für ihn natürlich, die Amerikaner sind natürlich die richtige Wahl oder die einzige Wahl, weil er natürlich auch für die amerikanische Regierung arbeitet. Der ist Berater und nicht nur für einen Präsidenten, sondern er hat letzten Endes auch im Hintergrund für eine ganz andere Sachen gemacht. Ne? Unter anderem hat man jetzt beispielsweise hier von ihm mal einen Wikipedia-Eintrag. Ein polnisch-amerikanischer Politwissenschaftler und Berater, Wahlkampfberater, und das ist eben genau mein Punkt, weswegen ich den interessant fand, für John F. Kennedy, der Wahlkampfberater von 66 bis 68 für den Nachfolgekandidaten von dem Herrn und zu Lyndon B. Johnson. Der hat zwar da nicht gewonnen, aber das ist jetzt unerheblich. Erheblich ist, dass er letzten Endes dann in diesen Zeiten schon den Nachfolger, also den Profiteur vor dem Anschlag von JFK, dem Herrn Lyndon B. Johnson, dann beraten hat. Danach den Herrn Carter, der ist Professor für amerikanische Außenpolitik und ist letzten Endes dann bei der Johns Hopkins Universität genau in Washington, den Distrikt von Kolumbien. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und wir möchten auch gerne alle gar nicht wissen, wo der noch überall noch drin sitzt oder besser gesagt drin saß, weil der Mann ist 2017 verstorben.
Denn das neue Pearl Harbor sozusagen, also ein neuer Angriff auf die Vereinigten Staaten, das war ja erst, wenn ich richtig im Kopf habe, so der zweite nach Pearl Harbor, weil der zweite Angriff ja 9-11. Ja, da gibt es interessante Bücher drüber, was ich nicht gelesen habe. Ich kann es auch nicht bestätigen, beziehungsweise ich kann es nicht empfehlen, weil ich es nicht, eben nicht gelesen habe. Aber eben damit man sieht, 9-11 wird von vielen Menschen als neues Pearl Harbor benannt. Unter anderem haben wir beispielsweise jetzt hier auch jemanden, den ich jetzt da auch immer mit einem wachen Auge beobachtet hatte in den ganzen Jahren, ist der Paul Wolfowitz. Der ist beispielsweise zusammen, der auch nicht so großartig in den Schlagzeilen auftaucht, keine Bange, wir kommen gleich wieder zum Thema, ja, der ist beispielsweise dann zusammen mit so Leuten, mit Projekten wie ein neues amerikanisches Jahrhundert, ne? So PNAC, Project for the New American Century. Den Wolfowitz, den haben sie doch Vorsitzender der Weltbank gemacht später, ja, ne? Genau. Danach ist er dann das geworden und musste dann aber dann auch wieder da wieder seine Säge streichen und also es ist unglaublich, ne? Es ist unglaublich, ein unglaublich, also meiner Meinung nach ein unglaublich unterschätzter Mensch. Ja, ein unterschätzter Mensch, der war immerhin Secretary of Defense. Ne? Der war im Verteidigungsministerium. Ja, im Pentagon heißt das. Also das heißt bei denen Verteidigungsministerium. Also die greifen natürlich dann an. Ne? Deswegen in einem satanischen System wird immer alles umgedreht. Ne? Das heißt nicht Secretary of Attack, das heißt Secretary of Defense. Naja, das ist ja erst im 20. Jahrhundert. Ne? Davor hießen die alle Kriegsminister. Das war in Deutschland so, das war in England so, das war in Amerika so. Das ist ja erst, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das verändert, ne? Dass man die Sprache da verändert hat. Ne? Mhm. Krieg ist ja deswegen auch Frieden, ne? Deswegen, ja. Und deswegen habe ich mir hier mal Verstärkung geholt von Noam Chomsky. Noam Chomsky sollte man kennen. Noam Chomsky ist, wenn ich richtig im Kopf habe, Linguistikprofessor. Der sagt, Indoktrination ist keineswegs inkompatibel mit der Demokratie, sondern vielmehr ihre Essenz. Also, dass man halt die Sachen vorgekaut bekommt und die dann halt glauben muss und dass man dann dementsprechend quasi programmiert wird. Ohne Knüppel, ohne Kontrolle durch Gewalt muss man das Denken kontrollieren. Ne? Darum geht's. Dazu greift man zu dem, was in ähnlicheren Zeiten Propaganda genannt wurde, was heutzutage Public Relation heißt, nichts anderes als die Indoktrinierung von gewissen Inhalten, die dann richtig sind und Sachen, die falsch sind. Und wenn also jemand, der Autorität ist, dann sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, dann hast du dich da nicht mehr mit zu beschäftigen. Und gleichzeitig... Hast du das Zitat von dem William Casey auch hier drin? Später. Gut. Viel später. Und er macht uns aber auch ein bisschen Mut und sagt, die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Der Mann ist aber auch schon ziemlich alt und er gehört also einer aussterbenden Gattung an, der, wenn es sie geben würde, der Dinosaurier. Und den gibt es also jetzt garantiert in jungen, in 20 plus oder mit 30 Jahren und so weiter kaum noch bei uns. Der denkt nämlich noch selber. Das sind also Zitate von ihm beispielsweise. Er sagt also auch wegen 9-11, mutwilliges Töten unschuldiger Zivilisten ist Terrorismus und kein Krieg gegen den Terrorismus. Alleine schon deswegen finde ich den Mann gut. Dass der jetzt vielleicht jetzt nicht in der Bibellesung auftaucht, ist die andere Geschichte, aber man muss ja auch mal hier mal ein bisschen positives Gegengewicht halten gegen so viel, wie soll man sagen, gegen so viel brutale Geschichten. Das wirft ja auf einmal ein ganz anderes Licht auf die Bomben über Dresden im Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Nur mal eben so nebenbei bemerkt. Ja, ja, oder die Amerikaner haben ja auch im Vietnamkrieg da ziemlich rumgeorxt, ne? Ja, ja, da sprechen wir ja noch gar nicht von. Nee, das kommt später. Das kommt später, aber dieses... Ich rede deswegen jetzt vom Zweiten Weltkrieg, weil es im Zweiten Weltkrieg das erste Mal war, für soweit ich weiß, dass die Kriegshandlung von einer kriegerischen Front übertragen wurde auf zivile Städte. Wobei Dresden ein Beispiel ist. Aber es gibt ja noch andere Städte, ja, in denen das passiert ist. Gibt's noch andere Regionen und ganz besonders das sogenannte Ende des Zweiten Weltkriegs, Hiroshima und Nagasaki. Na ja. Nur mal eben jetzt dazu. Ne? Deswegen finde ich die Aussage von den Noam Chomsky hier unglaublich wichtig. Mhm. Ich scroll da noch mal eben hoch, dass man das noch mal lesen kann. Mutwilliges Töten unschuldiger Zivilisten ist Terrorismus und kein Krieg gegen den Terrorismus. Auch kein Krieg gegen eine andere Nation in diesem Fall, wenn im Krieg mutwillig unschuldige Zivilisten anstatt Soldaten getötet werden. Was ist denn der Unterschied zwischen Soldaten und Zivilisten? Soldaten wählen aufgrund ihrer Berufswahl, stellen sie sich dahin, um zu sagen, ich will töten und ich bin auch bereit, getötet zu werden. Zivilist nicht, ne? Der geht seinem ganz normalen, friedlichen Leben nach.
mehr oder weniger. Ja, der Soldat bekommt Sold und Sold bekommt er vom Staat und ist dann ein Auftragsmörder, wenn man so will. Ja. Ja? Ist auch, glaube ich, ist heute in Deutschland noch okay, rechtlich okay, einen Soldaten Mörder zu nennen. Mein Wissensstand ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber bis vor ein paar Jahren durfte man das zumindest noch. Okay, ich kann jetzt auch dieses Zitat nicht belegen mit Datum, Zeitung und sowieso, ne? Aber wie gesagt, wenn er es gesagt hat, der Mann hat einiges auf dem Kasten. Wer auch einiges auf dem Kasten hat, ist der Edward Bernays, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Propaganda. Und in seinem bekanntesten Buch, was vor dem Zweiten Weltkrieg erschienen ist, also auch dann 35 Jahre vor JFK-Anschlag, der hat da in dem ersten Kapitel gesagt, Organizing Chaos, also Chaos organisieren, das organisierte Chaos, was letzten Endes dann auch ein Wahlspruch ist der Freimaurer, der hat gesagt, in Deutsch übersetzt, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht unseres Landes ist. Wenn wir das verkürzen wollen, heißt das letzten Endes, die intelligente Manipulation, ich muss das mal ein bisschen fetter machen hier, die bewusste und intelligente Manipulation der Meinung der Massen bildet eine unsichtbare Regierung, die die wahre Macht unseres Landes ist. Also es geht sich um die Manipulation und eine unsichtbare Regierung, die Menschen, die hinter den Puppen stehen sozusagen, also Menschen beispielsweise wie Regierungsberater, obwohl es da noch ganz andere Level gibt, die werden wir demnächst kennenlernen. Aber nochmal, das ist nur, der John F. Kennedy ist nur die Vorzeigefigur der amerikanischen Regierung. Das ist ein Präsident, der mehr Befugnisse hat als ein deutscher Bundeskanzler, aber es ist ein Mensch. Und dieser Mensch ist letzten Endes in seiner Meinungsbildung von den Menschen abhängig, die ihm zu Rate stehen. Und wenn die Menschen eine gewisse Sache im Schilde führen und dann von 10 Beratern 10 Leute dasselbe sagen, wird der amerikanische Präsident schwerlich eine andere Meinung haben. Wenn er die hat, hat er unter Umständen ein Problem. Kommen wir zurück zu einer der interessantesten bzw. einer der ursprünglichsten Autoren der sogenannten Verschwörungstheorien im 20. Jahrhundert, nämlich William Carr. In seinem Buch Bauern im Spiel. Der hat noch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel Satan, der Prinz dieser Welt. Das ist ein Vorwort. Er sagt, dieses Buch ist gewidmet der Ehre und der Glorie unseres Gottes und der Loyalität zu der Königin. Ja, also da sieht man schon wieder, da wird alles gemixt. Ne? Die Hingabe zu der Flagge. Und der Gedächtnis von Millionen, die eben gestorben sind, um ihre Ideale da zu verteidigen und die eben dann nur Bauernopfer sozusagen, ich drücke es jetzt mal aus, Bauernopfer, weil das drückt eigentlich dieses Schachspiel, glaube ich, jetzt am besten aus, Bauernopfern im Spiel gewesen sind. Also im Spiel der Mächtigen auf dem Schachbrett, oder? Vielleicht aus dem Schachbrett, was der Herr Brzezinski da meinte mit The Grand Chessboard. Deswegen fand ich diese Sache so interessant, weil das kommt jetzt hier mit dem Schachbrett und den Königen und Strategie und Propaganda, kommt ja alles und Krieg, kommt ja eigentlich alles gut zusammen. Wobei, wie gesagt, der Herr William Guy Carr, mit dem stimme ich in vielen Punkten nicht überein, aber man muss ja mal irgendwo einen Anfang machen. Wer war denn jetzt überhaupt der Herr Carr? Das war jetzt auch nicht wieder irgendjemand, der vielleicht mal, keine Ahnung, Langeweile hatte und dann irgendwas schreiben wollte oder berühmt werden wollte. Er war kanadischer Offizier. Also, er war Geheimdienstträger, er war Offizier in Kanada. 1895 geboren, war also zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges ungefähr zwischen 45 und 50 Jahre alt, 1959 gestorben. Er diente in der kanadischen Marine im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Seine Hauptwerke Pawns in the Game und Red Fog of America handeln vorrangig von einer angeblichen Weltverschwörung der Illuminaten, ohne die natürlich jetzt hier explizit zu benennen. So. Da haben wir was gemeinsam, der Herr George Orwell beispielsweise, der war nämlich auch genau im Zweiten Weltkrieg tätig, allerdings in anderen Filmen und der hatte eben eine Polizeiausbildung in Burma gehabt und hat dann also auch im Geheimdienst IR, wenn wir mal so gucken, wie heißt denn der jetzt nochmal hier, IRD, genau, und der MI5, der Inlandsgeheimdienst, hat ihn damals überwacht, ne? Beziehungsweise die Vorläuferorganisation hat ihn damals überwacht und der Herr Eric Arthur Blair, der eigentlich heißt, der hat ja auch so ein Buch geschrieben über Neusprech und dass alles verwirbelt wird und dass wir halt in einer dystopischen Zukunft sind,
wo alles kontrolliert wird und so weiter und so fort. Die Situation haben wir heute schon, aber ist, glaube ich, wenigen bewusst. Warum ich das einfach so benutzt habe, ist, es ist im Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge passiert auf allen möglichen Fronten, dass also Menschen, die im Geheimdienst waren, in welcher Form auch immer, Bücher geschrieben haben und Dinge nach außen posaunt haben und sich dann sehr unbeliebt gemacht haben. Und das, die beiden sind jetzt hier bei weitem nicht die Einzigen. Da kommen noch ganz andere Menschen. Ne? Hätte jetzt auch noch Ian Fleming hier einklinken können und so weiter und so fort. Also das hört dann gar nicht mehr auf irgendwann. Es geht aber letzten Endes jetzt hier nur darum, beispielsweise der George Orwell oder Eric Arthur Blair hat auch den Charlie Chaplin, den hatten wir in der letzten Sendung, hatte den auch beispielsweise mal beurteilt und so weiter. Es ging ja damals um diese ganzen pro-kommunistischen Tendenzen. Der Herr Carr hat noch eine viel interessantere Biografie auf der englischen Wikipedia. Da steht nämlich, er ist RD, Commander und RCN. Das ist ein Marine, also Naval-Offizier, ein Geheimdienstoffizier auch. Author, Conspiracy Theorist, der eben beschuldigt wurde, ein Antisemit zu sein. Das hat den Hintergrund, dass er als Drahtzieher ganz reiche und mächtige Bankiers im Hintergrund benennt und vermutet natürlich dann auch genau die an ihr gerade denkt, ja, die mit dem roten Schild. Und deswegen wird ihm natürlich jetzt hier offiziell auf Wikipedia genau dieses Label aufgedrückt. Ne? Conspiracy Theorist. So. Wobei jetzt jeder Zuschauer dieses Videos wissen sollte, dass die Rothschilds eben nur die Wächter des Vatikanschatzes sind. Und von daher, wenn man die bloßstellt als die Drahtzieher des Weltbankengeschäfts, sage ich jetzt mal, man im Grunde ja nur sagt, die sind auch nur Puppen und man muss eben dann die Drahtzieher dieser Puppen auch benennen. Und dann kommen wir wieder zum Vatikan. Ja, nur was übrigens sehr interessant ist, ganz kurz nur noch, was übrigens auch ganz interessant ist für diejenigen, die sich gerne mal ein Buch anschaffen möchten mit dem Namen The Vatican Billions, also die Milliarden des Vatikan, geschrieben von dem Malteser Ritter Avro Manhattan. Das mal eben dazu. Genau, das Thema ist jetzt hier mit dem Herrn Carr, wie gesagt, man muss irgendwo mal einen Anfang machen und der war halt Offizier in der kanadischen Marine gewesen, deswegen hat der wahrscheinlich seit seines Lebens weder so viel Zeit noch die Verbindungen gehabt, um jetzt bis ganz nach oben oder wenn man so will, bis ganz nach unten zu kriechen und dann da rumzuwühlen. Aber wir müssen ja, wie gesagt, irgendwo einen Anfang machen. Interessant ist eben genau, dass er genau diese Bauernopfer bezeichnet hat, ne? Sowohl als... Der Punkt, lass mich das mal kurz einwerfen, der Punkt, warum ich das sage, weil hier ja steht, das ist ja Wikipedia, die Quelle, die du hier nimmst, ja. Ne, von William James Guy Carr. Und wenn die da schreiben, Antisemit, dann sollte eben ein jeder, der schon ein wenig vertraut ist, mit Untersuchungen zu machen, was die meisten Leute, die unsere Kanäle gucken, ja im Grunde sind, wissen, aha, Wikipedia schreibt Antisemit, weil Wikipedia überhaupt nicht die Information gibt, die in der jüdischen Enzyklopädie geschrieben steht, weil Wikipedia von der Bibel keine Ahnung hat, weil Wikipedia die Bibel nicht angeht, weil Wikipedia hier nur politisch korrekte Narrative gebraucht und nicht Wirklichkeiten an den Mann bringt. Deswegen nur mal eben, jeder, der das hier liest mit dem Antisemit und der ein wenig auf unseren Kanälen vertraut ist, der weiß, wo das herkommt. Und das ist ja, Wikipedia schreibt das ja hier, um den Carr zu diskreditieren. Natürlich. Und deswegen genau wie mit der Verschwörungstheoretiker. Natürlich, das genau, deswegen, ist genau dieselbe Geschichte. Deswegen finde ich das wichtig, dass wir den Punkt mal ganz eben nennen. Weil wenn einer diese bestimmte jüdische Familie, die in der Weltbankengeschichte so viel zu sagen hat, nennt, dann ist er darum kein Antisemit, aber er nennt die Dinge beim Namen. Ob er, der K., jetzt auch den Punkt gemacht hat, dass die Rothschilds auch nur freimaurerisch und römisch-päpstlich in Ritterorden organisiert sind. Das lasse ich jetzt mal eben außen vor. Aber das wissen eben Leute, die ein bisschen selbst ihre Nachforschung stellen und wissen auch so direkt von, hier wird das antisemitisch gebraucht, um jemanden zu diskreditieren, nur von jemandem, in diesem Fall Wikipedia, die nicht die ganze Wahrheit sagen und damit eben das Narrativ in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Das wollte ich dann nur mal eben zu deutlich machen. Ja, aber immerhin, wie gesagt, er ist Offizier, der ist Marineoffizier, das heißt, er hat also schon eine gewisse Clearance, er hat also schon einen gewissen Hintergrund, dass der also mit Informationen, zumindest Kriegsinformationen zu tun hat und dann eben nicht, er hat ja ein Buch geschrieben und hat sich ja ausgedrückt und hat die Menschen ja leid getan, die als Bauernopfer im Krieg verheizt wurden, drücken wir es mal ganz simpel aus. So, also was bedeuten seine Titel? RD bedeutet Reserve Decoration, also eine Dekoration für Offiziere, die halt in der königlichen Marine gedient haben. Und zwar
für mindestens 15 Jahre aktiv. Also das ist jetzt hier keine Eintagsfliege der Mensch, sondern der hat also auf jeden Fall schon eine ganze Menge Kriegserfahrung. Deswegen fand ich den ganz interessant. Commander ist eben dann hier ein Marineoffizier-Rang, ist eben dann so ungefähr wie Captain. Und RCN heißt eben Royal Canadian Navy. Also genau ein Kanadier ist das dann eben dann auch. Ne? So ein Royal Canadian Navy hat eben genau dieses Motto. Und die Royal Canadian Navy wurde damals die fünftgrößte Marinestreitmacht der Welt im Jahre 1945. Also, ich will nur damit sagen, also die Menschen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, müssen nicht perfekt sein. Aber es sind eben nicht die Hinterhofspinner, die nichts in ihrem Leben auf die Kette kriegen. Ja, was oft so genannt wird, wir laufen alle rum und sind alle ein bisschen grenzdebil, sondern es sind Menschen, die in ihrem Leben durchaus Einblick hatten in verschiedene Vorgänge. Drücke ich mir mal so aus. Ne? So, deswegen habe ich ihn jetzt hier mal so benannt. Er hat beispielsweise gesagt, er hat Konferenzen gegeben über internationale Verschwörung, hat gesagt, es gibt zwei Hauptdinge, der internationale Kommunismus gegen den internationalen Kapitalismus, beide kontrolliert durch die Illuminati. Aber er hat natürlich nicht jetzt gesagt, wer das genau ist. Er hat nur gesagt, die internationalen Bankiers, also Rothschild und Rockefeller. Und er hat aber dann definitiv für den kanadischen Intelligence Service, also für den Geheimdienst, gearbeitet während des Zweiten Weltkrieges. Deswegen sollte man, wenn man sich wirklich mit Recherche beurteilt, nicht alles für bare Münze nehmen, aber man sollte letzten Endes sich den Hintergrund angucken der Menschen, ob die vertrauliche Informationen, Zugang zu vertraulichen Informationen haben, wenn es hier schon nicht um die Bibel geht. Und ich denke mal, das war einer derjenigen, der, wenn er 15 Jahre Offizier ist, schon durchaus mehr Einblick hatte als ein normaler Fußsoldat oder ein normaler Bürger. Darum geht es jetzt hier. Geht es weder um den Menschen jetzt hier zu glorifizieren, überhaupt nicht, oder zu verhohlepiepeln, im Gegenteil, es geht sich jetzt einfach darum, dass man jetzt sieht, der war tatsächlich im Geheimdienst gewesen. Ja? Die Intelligence Branch, Canadian Forces und so weiter und so fort. Ne? Das ist heutzutage auch diejenige, die Intelligenzabteilung hier, die eben dann die militärische Antwort gibt und so weiter und da eben für verantwortlich ist für kanadische Militärgeschichte zu der Covid-19-Pandemie. Also eine Geheimdienstabteilung, interessant. Und die hat was mit Covid-19 zu tun. Da kann ja jeder mal selber auf die Reise gehen. Er hat angeblich, das ist Wikipedia hier, eine antisemitische Varianten der Verschwörung und so weiter mit seinem Buch, eben Pawns in the Game und so weiter, dann halt da bedient. Angeblich. Er hat an eine Jahre alte, eine ganz, ganz alte jüdische Illuminaten-Bankenverschwörung gedacht und hat eben dann auch gesagt, das hat mit Luzifer zu tun, der eben eine Weltregierung gründen will. Und ist ja nun mal ein Beispiel. Dieses Buch Pawns in the Game ist von 1955, das ist das Jahr, in dem James Dean gestorben ist. War also weit, weit vor irgendwelchen anderen Dingen. Und es war eigentlich zu der Zeit, wo John F. Kennedy langsam so die Bühne betreten hat. Ne? Aber nochmal, er bezieht sich natürlich jetzt hier speziell auf den Zweiten Weltkrieg. Ne? Hat den Ersten und Zweiten mitgemacht. Und er hat immerhin Lucifer benannt, der eben eine Weltregierung gründen will. Heutzutage haben wir Lucy's Trust. Ja? Wer da möchte, kann ja gerne mal weitergucken. Er hat sich dann eben wohl auf Nesta Webster und auf den französischen Schwindler Léo Taxil berufen, wobei über Léo Taxil gibt es eine ganz interessante und sehr, sehr komplizierte Lesung von Jörg eigentlich. Drücken wir mal so aus, dieser Mann ist also, sagen wir mal, so ein Doppelagent. Ja, also ein bisschen interessanter Charakter. Aber das hat auch mit Freimaurerei zu tun. Und er hat sich erst eben auf Theorien von, also Theorien sagt hier Wikipedia, Augustin Barruel, ne, Abbé Barruel berufen. Und da ist er dann sehr nah am Hintergrund. Ne? Da sind wir nämlich dann direkt schon bei den Jesuiten angelangt. Ne? Und da hat er hier also die Französische Revolution als eine Handlung, als eine, wie auch immer, Geschichte der Freimaurerei jetzt hier schon benannt. Und hat eben dann auch den deutschen Illuminaten Adam Weishaupt, der eigentlich ein katholischer Professor gewesen ist, dann auch dann da mit reingerührt. Also im Endeffekt hat er schon eine ganze Menge interessante Verbindungen gelegt, der Mann. Zu dem Augustin Barruel nur ein kleiner Hinweis von mir nochmal eben für die Leute, die nicht ganz so bekannt sind mit den Namen. Du hast gesagt Abbé Barruel, jesuitischer Ursprung. Das ist der wahre Autor der Protokolle der Weisen von Zion, der sogenannten. Das nochmal eben rein, das habe ich auch besprochen in dem Buch Hinter den Diktatoren. Ja, wenn Ja, ich das. ist ja interessant, wenn wir jetzt irgendwann mal einen kleinen Highlight, ein Hochlicht setzen können,
um abzuschließen für die nächste Sendung, Ich so habe ja noch gar langsam. nicht angefangen. 28 Seiten von 300 über John F. Kennedy, jetzt muss man mal vorstellen. Aber ist ja schon interessant, wie weit er gekommen ist, finde ich, ne? Also ich meine, also der hat schon Also, ein paar dass der Sachen. Kerl den Augustin Barruel kennt und erwähnt, das ist schon mal sehr aussagekräftig. Ja, also von daher, wie gesagt, wenn er dann irgendwo bei den Juden oder bei der, wie auch immer, Bankenverschwörung stehen geblieben ist, zeigt letzten Endes nur eine Sache an, dass er vielleicht irgendwie nicht so ganz im richtigen Fahrwasser da war, also um Marinejargon zu bleiben. Aber on behalf of Lucifer, the construct one world government, finde ich dann schon so fast einen Volltreffer, ne? Ja, das ist, glaube ich, ziemlich gut ins Schwarze getroffen, ja. Ja, und deswegen, also sicherlich eines der Bücher, was heutzutage kaum noch gelesen wird, weil es ist halt einfach fast 70 Jahre alt. Nichtsdestotrotz, wir haben, glaube ich, diesem Mann, ja, nicht umsonst ein paar Minuten gewidmet, ne? Und er hat also dann hier über die drei Weltkriege gesprochen, diese Geschichte mit dem Herrn Albert Pike, also Albert Pike. die Sachen, genau, die Sachen, die er natürlich dann wusste. Und guck mal hier, Illuminati to overthrow the Russian Tsar, also eben dann die russische Zarenhaus dann halt dann da abzusetzen und so weiter. Also er hat schon eine ganze Menge interessante Informationen gehabt, kann man nicht anders sagen. Ja? Und wir können die Sendung nicht abschließen, ohne jetzt hier zu gucken, was er denn überhaupt sagt. Er hat gesagt, zum Ende des Buches, also das ist ja nur die Zusammenfassung. Ich habe sein Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gelesen, weil ich hatte keine Zeit dazu, aber ich habe schon seit langem sein Buch im Fokus gehabt irgendwo. Und er sagte, die Menschen, die also weiter frei sein möchten, sie müssen Christentum unterstützen gegen alle Formen des Atheismus und gegen den Säkularismus. Jetzt ist nur wichtig, dass man das Wort Christentum ersetzt mit Katholizismus, ne? Ich kann, wie gesagt, da keine Stellung zu nehmen, weil ich sein Buch nicht gelesen habe. Ich möchte mich nicht nur auf Wikipedia irgendwo verlassen, aber interessant, dass er Luzifer benutzt und Christianity in einer katholischen Bibel, bis auf die Jesuitenbibel, steht Luzifer nicht so unbedingt ganz ausführlich drin. Und die Katholiken lehren das ja auch nicht so. Die lernen ihn ja als, naja gut, das ist eine andere Geschichte. Also wie gesagt, ich will in die Religiosität von dem Herrn Karnix nicht rein. Für mich ist die Geschichte wichtig. Der König steht drauf auf dem Cover und er benutzt das Wort der Schlachtopfer auf den Kriegs Faden sozusagen im Kriegsgeschehen als Bauernopfer im Schachspiel. Und deswegen habe ich dann die Verbindung gelinkt an den Brzezinski, der auch gleichzeitig auch noch der Wahlkampfberater gewesen ist von dem einer der Profiteure der Ermordung von Kennedy, dem Herrn Lyndon B. Johnson. Und deswegen fand ich das eine recht runde Geschichte zusammen mit der Erklärung des Wortes Verschwörungstheorie und seinem Ursprung, um weiter den nächsten Schritt zu setzen auf der nächsten Stufe hin aus zu den Gründen, warum überhaupt der Herr Kennedy so beliebt, so berühmt und letzten Endes dann so schrecklich geendet hat. Deswegen würde ich das gerne abschließen jetzt hier. Carr hat geschrieben: I wish to make it clearly, emphatically known that I do not believe this synagogue of Satan is Jewish, but as Christ told us for a definite purpose, it is comprised of I knew the blasphemy of them which I say that are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Da bezieht er sich hier auf die Offenbarung. Naja. Also, er hat auch noch andere Bücher geschrieben, nicht jetzt nur Pawns in the Game, but eben, ich sag schon Bug, aber eben dann auch jetzt hier Bücher, zum Beispiel jetzt hier Satan, der Prinz dieser Welt. Ich habe es nicht gelesen, aber es ist anscheinend nicht der normale spinnerte Verschwörungstheoretiker, den uns da irgendwie jemand erzählen will, sondern der hat eine ganze Menge, ja, ganze Menge anscheinend dann doch schon kombiniert. Ob jetzt sein Glaube so oder so gewesen ist, aber ich denke schon, man muss schon ein bisschen Respekt haben vor diesem Menschen, der in seinem Leben nicht nur Offizier gewesen ist, sondern auch solche Bücher geschrieben hat. Ich finde das schon interessant. Ja, er hat auch gesagt, dass die luziferianischen Verschwörungen schon am Werk waren während der Zeit von Christus. Also ich meine, das sagt ja das Johannesevangelium schon aus, ne? Dass der Geist des Antichristen schon in der Welt ist. Ne? Also der scheint schon ein bisschen was gelesen zu haben, der Mann. Ne? Die Tradition der Verschwörungstheoretiker geht zurück auf Augustin Barrel und wurde dann eben dann mit den Protokollen der Weisen von Zion, also der, eigentlich der Älteren oder der Weisen eben von Zion und so weiter benutzt. Ne? Ja. Ist schon interessant. Ist wie gesagt nur der Wikipedia-Eintrag. Ich möchte halt letzten Endes jetzt hier, ich kann doch niemanden empfehlen, da muss sich jeder sein eigenes für machen. Ja? Nur was ich sagen wollte, ist, dass heutzutage Menschen, die sich Gedanken machen und Menschen, die andere vielleicht zum Nachdenken oder zum Bibellesen bringen wollen, eben verunglimpft werden als Verschwörungstheoretiker. Ein Wort, was
im vorigen Jahrhundert völlig wertfrei gewesen ist und vor allen Dingen Situationen vor Gericht beschrieben hat oder vor allen Dingen im Kontext zu politischen Hintergründen ist. Genau dieselbe Geschichte, warum wir eigentlich dieses Thema und diese Sendereihe gestartet haben. Was sagt die Bibel über Verschwörungen? Und die Bibel sagt eben, dass das stattfindet, speziell im Herrschaftsbereich, im politischen Machtbereich, speziell um Könige. Deswegen hatte ich ja eben das Zitat aus dem zweiten Buch der Könige. Ja, und jetzt habe ich eine ganze Menge geredet. Wir haben 35 Seiten geschafft und ich gebe ab an den Jörg und freue mich auf die nächste Sendung. Bis bald, gehaltet euch wohl, lest eure Bibel und jetzt bin ich mal gespannt, was der Jörg noch zu ergänzen hat. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen, aber ich finde es unglaublich interessant, dass wir über diesen Carr-Schriftsteller da zu diesen verschiedenen Themen gekommen sind. Die einerseits hatten wir gesprochen über die Gesellschaft von Cincinnati am Anfang dieser Sendung, die dieser Orden, der errichtet wurde in den 1780er Jahren anscheinend oder 1770er Jahren, wo auch der Washington Mitglied von war, worüber wir gesprochen hatten, den Herrscher des Bösen. Und jetzt kamen hier solche Themen an, wie zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion oder der Älteren von Zion, wobei Älter eben oftmals gleichgesetzt wird mit Weisen, deswegen wahrscheinlich die Übersetzung Elders als Weise, der ja im Grunde diese Verschwörung oder dieses Schreiben, dieses Papier, was da gemacht wurde, eben zurückgeht auf jesuitischen Ursprung und nicht auf jüdischen Ursprung, wo ja immer versucht wird, die Juden als ganz schlecht darzustellen. Wobei ich immer nur jedem sagen kann, der seine Bibel liest, macht dann erstmal Römer 11,11 auf, wo drin steht, ja, sind sie denn gestolpert, dass sie fallen sollen? Das sei ferne. Sondern ihr Fall hat den Heiden, also das ist jetzt frei übersetzt, das steht so ungefähr in der Bibel. Ich kann es jetzt in der Schlachter, wisst ihr was, ich mache es jetzt mal eben auf. Jetzt müsst ihr geben, ich habe die Schlachterbibel hier auf meinem Schreibtisch. Wenn ich dann Römer 11,11 zitiere, dann zitiere ich es richtig, so wie es geschrieben steht. Römer 11,11. Da steht geschrieben, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Ne? Sie, sprechen wir von den Juden. Ja? Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Das ist eben genau der Punkt. Das ist die Aufgabe eines jeden Christen, die Juden zur Eifersucht zu reizen. Und das fällt in dieser Welt verdammt schwer, wenn die Juden für alles Unglück dieser Erde verantwortlich gemacht werden. Unter anderem auch die Protokolle der Weisen von Zion, die sogenannten. Ja? Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass Michael hier drauf eingegangen ist, weil diese Protokolle der Weisen von Zion ist eine, wenn man das im Internet nachschaut, Verschwörungstheorie. Und da geht ja dieses Buch, oder besser diese Sendung hier drüber. Verschwörungstheorien aufzudecken und zu messen an der Bibel. Die Bibel, das wahre Wort Gottes, sagt uns, dass wir die Juden zu Eifersucht reizen sollen. Das sagt nicht, macht die Juden verantwortlich dafür, dass sie Jesus getötet haben, was sie gar nicht haben. Aber was so der allgemeine Konsens ist im Allgemeinen. Ja? Sondern die Bibel lehrt uns hier ganz was anderes. Die sagt, reizt die Juden zur Eifersucht. Weil durch sie haben wir überhaupt erst das Evangelium empfangen. Wir würden alle verloren sein und auf dem Weg in die Hölle sein, wenn die Juden nicht gefallen wären. Die haben ihre Warnung bekommen. In Babylon mit den 490 Jahren, die prophezeit waren in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Und sie kannten Jesus nicht, als sie visitiert wurden, als er sie besucht hat, als er bei ihnen war. Sie haben ihn nicht erkannt. Macht nicht denselben Fehler. Und deswegen kann ich nur sagen, ihr seht wieder mal, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen. Danke, Michael, dass du den Text noch richtig eingeblendet hast. Ich habe ihn ja in der Bibel auch schnell aufschlagen können. Ganz, ganz wichtig, diese Texte zu verstehen und nach diesen Texten auch sein Leben auszurichten. Weil das ist der Unterschied zwischen die Bibel lesen und die Bibel leben. Und deswegen schließe ich mit den Worten, lest und lebt eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Woe unto them that seek deep.
sounds of